Meghan, Hochzeit ohne Politikerbild vergrößern. Knapp zwei Monate vor der großen royalen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle sind die Einladungen bereits verschickt. 200 Gäste sind zur abendlichen Feier am 19. Mai auf Schloss Windsor eingeladen. Weitere 400 Gäste sollen Medienberichten zufolge zum Gottesdienst und dem anschließenden Empfang kommen. Die in Handarbeit hergestellten Einladungskarten sind mit einem goldenen Button und einem edlen Goldrand verziert. Wer allerdings auf der Gästeliste steht, ist weiterhin ein großes Geheimnis. Der Kensington Palace teilte jedoch mit, dass keine Politiker, weder aus Großbritannien, noch dem Ausland, unter den Gästen seien. Harry und Meghan hätten nur Menschen eingeladen, zu denen sie eine besondere Beziehung pflegten, hieß es weiter. Harrys Trauzeuge ist, wenig überraschend, sein Bruder William. William hatte bei seiner Hochzeit ebenfalls seinen Bruder gebeten, den Trauzeugen zu geben. Wer Meghans Brautjungfer sein wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Kutschfahrt durch Windsor. Harry und Meghan hatten bereits zuvor weitere Details zu ihrer Hochzeit bekannt gegeben. Nach der Trauung in der St. George Chapel von Schloss Windsor planen die beiden, als Eheleute in einer Kutsche durch die Stadt zu fahren. Das Paar werde sich der Menge in einem offenen Ascot Landauer zeigen, teilte der Kensington Palace mit. Kutschpferde Milford Haven, Stuart, Bemis und Tyrone der Rasse Windsor Grey werden das königliche Gefährt ziehen. Dieser Programmpunkt solle mehr Menschen eine Möglichkeit bieten, in Windsor zusammenzukommen und die Atmosphäre dieses besonderen Tages zu genießen, ließ das Paar via Twitter mitteilen. Die Trauung beginnt um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Fotograf für die royale Hochzeit steht auch fest, der New Yorker Fotograf Alexi Lubomirski hält die schönsten Momente fest. Mehr als 2500 Gäste ganz nahe dabei will vergrößern. Zudem lädt das royale Paar mehr als 2500 Menschen als Zuschauer zu ihrer Hochzeit ein, damit sie besonders nahe dabei sein können, wie der Kensington Palast ebenfalls via Twitter mitteilte. Prinz Harry and Meghan. Meghan Markle werden 2640 Vertreter der Öffentlichkeit an ihrem Hochzeitstag auf Schloss Windsor einladen, damit sie die Ankunft des Bräutigams, der Braut und ihrer Gäste sowie die Kutschprozession verfolgen können, wenn sie das Schloss verlässt. Unter diesen Gästen seien Mitarbeiter von wohltätigen Organisationen, Schulkinder und Angestellte des Königshauses. Auch die 12-jährige Amelia Thompson aus Manchester ist eingeladen, so überlebte das Bombenattentat auf das Ariana Grande Konzert im Mai vergangenen Jahres, bei dem 22 Menschen ums Leben kamen. Pubs haben länger geöffnet, aber auch alle anderen sollen ordentlich feuern, und zwar bis in die Nacht. Die Sperrstunde für die Pubs wird in der Nacht auf den 19. und auf den 20. Mai jeweils um 2 Stunden auf 1 Uhr nachts verlängert, wie die britische Nachrichtenagentur BA berichtete. Vor der Hochzeit war Meghan Medienberichten zufolge am 7. im Beisein von Prinz Harry sowie Prinz Charles und Camilla in einer der Kapellen im St. James's Palace in London getauft worden. Die Taufe sei keine Bedingung für die royale Hochzeit, sondern ihre eigene Entscheidung, so Meghan im Vorfeld. Harrys künftige Frau wuchs mit protestantischen Eltern auf, ging auf eine katholische Schule, aber wurde nie christlich getauft. Spekulationen um Gästeliste für Hochzeit. Die Leitung des Hochzeitsgottesdienstes am 19. Mai übernimmt der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Im Anschluss an die Kutschfahrt empfängt das frisch vermählte Paar die Hochzeitsgäste im St. Georgs Festsaal. Die Feier am Abend ist ein privater Empfang im engsten Familien- und Freundeskreis. Britischen Medienberichten zufolge soll Meghan auf ihre Hochzeit sogar eine Rede halten. Gästeliste ist immer noch geheim und Gegenstand vieler Spekulationen in der Boulevardpresse.
Hochzeitstorte und Musik gar nicht spekulativ ist indes die Wahl der Hochzeitstorte. Die Biertorte wird von der renommierten Londoner Konditorei Violet Bakery kreiert. Sie werde mit echten Blüten verziert und solle die leichten Aromen des Frühlings verströmen, so der Kensington Palace. Auch wer für den Blumenschmuck sorgt, ist schon bekannt. Das Brautpaar hat die Londoner Floristin Philippa Craddock engagiert. Harry und Meghan wollen, dass die Kirche bei ihrer Hochzeit mit saisonalen Blumen aus der Region geschmückt wird. Auch in Sachen Musik überlässt das Paar offenbar nichts dem Zufall. Unter der Ägide des musikalischen Leiters der St. George Chapel, James Vivian, sollen Chöre, Mitglieder des BBC National Orchestra of Wales sowie weitere Solomusiker diverse Lieder zum Besten geben. Spenden statt Geschenke statt Hochzeitsgeschenken möchte das royale Paar lieber etwas Gutes tun. Sie erbitten um Spenden für 7 Wohltätigkeitsorganisationen, wie der Palast mitteilte. Die Hilfsvereine engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen, unter anderem für Obdachlose, Waisen, HIV-Infizierte oder Frauen in indischen Slums.